Gott, jetzt werde ich auch Schwung ohne Berührung erklären. Für diese Übung ist Bewegungsablauf sehr wichtig. Während der Übung müssen Sie mit beiden Armen hier oben Körper halten. Am Anfang sehr wichtig Schwung für Drehung und Sie können mit beiden Beinen Stoß machen. Während Körperdrehung muss man Arme mitdrehen. Am leichtesten kann man Sprung machen von 1 Meter Entfernung, circa hier. Wie wir früher Stoß an der kleinen Stange gemacht, hier müssen wir rasche Schwung mit Beinen schaffen. Später können Sie diese Übung mit der Kippe kombinieren.